Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Minister, ich finde das schon relativ infam, wie Sie das vorhin vorgestellt haben. Es war eine Forderung der Enquete-Kommission Zukunft der Pflege auf Antrag der CDU-Fraktion, die gefordert hat, dass man genau einen solchen Erlass zur Qualifikation der Heimleitung eben auf den Tisch bringt. Und Sie sagen, ich habe es nicht mehr gelesen und es in Orkus geworfen. Das ist schon einigermaßen arrogant, wie Sie hier vorgegangen sind. Zweitens. Was unverhohlen hier vorgetragen worden ist von der FDP, ist doch Folgendes. Und Herr Minister, ich bitte Sie, da auch sehr genau hinzugucken, weil Sie haben in eine ähnliche Richtung argumentiert. Es ist nicht falsch, dass wir eine gute kommunale Planung haben. Ich halte das für völlig richtig. Und ich sage eins noch dazu. Es ist völlig richtig, dass wir uns in der Stadtentwicklung Gedanken machen, dass wir uns überlegen, wie Quartiere aussehen, wo Menschen mit Behinderung leben können. Und deswegen ist es ja nur konsequent, dass Sie die Landesbauordnung aussetzen und eben nicht für mehr barrierefreie Wohnungen sorgen wollen. Sie wollen die Wahlfreiheit in Wirklichkeit gar nicht aufdecken. Das wird mir heute deutlich klarer. Und das finde ich nicht in Ordnung, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich widerspreche Ihnen ausdrücklich. Der Markt ist nicht der beste Pfadfinder. Ich bin sehr für Wettbewerb. Da müssen Sie den Wettbewerb allerdings auch definieren. Was im Moment stattfindet, ist was anderes. Und da habe ich auch eine ganz andere Wahrnehmung von dem, wie die Menschen in Nordrhein-Westfalen leben und was wir zu tun haben. Ich kenne Quartiere in Essen, in Duisburg, in Gelsenkirchen, wo die Menschen nicht mal mehr aus ihrem Haus rauskommen können, weil unten ein paar Stufen sind, wo die Assistenzbedarfe so groß sind, dass ein selbstbestimmtes Leben im Quartier ebenso nicht stattfinden kann. Darauf müssen wir reagieren. Und wir müssen doch keinen Kampf gegen Windmühlen führen und sagen, ach, die Heime, die armen Heime, die stationären Einrichtungen sind zurückgedrängt worden. Darum geht es überhaupt nicht. Wir müssen Wahlfreiheit in Nordrhein-Westfalen überhaupt erst ausreichend sicherstellen, damit die Menschen auch mit umfassenden Unterstützungsbedarf eben entscheiden können, wo sie wohnen können. Darum geht es jetzt. Das ist die Stunde, die geschlagen hat und nicht die Diskussion, die Sie hier geführt haben. Und eins will ich in der Situation auch mal sehr klar sagen, weil ich das auch sehr unverhohlen fand, wie die FDP das vorgetragen hat. Sie haben fast keine Silbe über was anderes ausgelassen als über stationäre Einrichtungen. Sie wollen den Markt dafür bereiten, dass größere Einrichtungen Sie da Platz greifen können in Nordrhein-Westfalen, dass Renditen, die zwischen 5 und 10% sind, im Pflegeimmobilienbereich wieder Platz greifen können. Und Sie wollen eben einer bestimmten Klientel den Markt anbieten. Sie haben nicht die Menschen im Auge, sondern Sie haben den Markt von einigen Anbietern von Pflegeeinrichtungen im Auge. Das ist nicht grüne Politik. Das sage ich an der Stelle ganz eindeutig. So, und liebe Kolleginnen und Kollegen, dass ich darauf nicht eingehe, da haben Sie Verständnis für. Ich möchte, dass wir diesen Antrag hoffentlich sehr sachgerecht im Ausschuss diskutieren. Herr Minister, ich habe den Eindruck, dass Sie an einigen Punkten deutlich andere Auffassung sein könnten als die FDP. Das sollten wir herausarbeiten und Sie sollten die richtigen Schlüsse daraus ziehen. Ich bin allerdings nach dem, wie Sie heute geredet haben, wenig guter Hoffnung, dass Sie eine qualifizierte Planung für dieses Land vorlegen wollen. Das finde ich außerordentlich bedauerlich. Wir sollten die Beratungsstrukturen und die Qualifizierung für die Zukunft nach vorne bringen. Da geht es nicht um Patentsicherung, liebe Kollegin Altenkamp, sondern es geht darum, dass wir hier in Nordrhein-Westfalen einen guten Weg vorangegangen sind, anders als andere Bundesländer. Und deswegen sollten wir auch an der Spitze bleiben und nicht zurückfallen im Vergleich der Bundesländer, weil wir sind der Raum, der die größte Herausforderung hat, die beste Qualität anbieten kann. Und da sollten wir besser werden und nicht schlechter. Und das droht mit der Politik, die hier im Raum besteht.